Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Okay, jetzt habe ich da ein Problem. Womöglich habe ich da nicht genug Platz, weil ich brauche nämlich noch 7 von denen für Eisenplatten, ne? Okay. Eins. Ich hoffe, das reicht. Zwei. Drei. 4. Ja, es reicht. Gott sei Dank. 5, 6 und 7. So. So, Eisenplatten ist 1:1 mit dem Schmelzer, ne? Was wäre das? Na, komm. Okay, gut. Noch 3, ne? Ja. Ja, da ich ja nicht gucken kann, ich ja jetzt allein, oder bin ich nicht allein, da bin ich allein, da bin ich niemals. So, ne? Und hier, ne? So. Kommt 30 raus. Reicht also ein normales Band. Dahin. Dahin. Und den habe ich wohl vergessen. So. Gut. So, jetzt gilt es diese ganz... Ich habe ja auch noch einen vergessen. Ist ja wohl nicht dein Ernst. Das, wenn man so weit weg ist. So. Hä? Wieso? Warum? Ah, da. So. Okay. Jetzt geht es darum, alles hier mit Eisenerz zu befüttern. Okay. Okay. Ja, kann ich hin, oder? Die 30 gehen an den ersten Slot hier, ne? Die 30. Dann kann ich ein ganz normales Dreierband nehmen. Also Einserband. Warum ist das gelb? Was kein Mensch. So. Dann. Okay. Brauche ich hier auf jeden Fall Splitter. So. Dann kommen da 240 an. Die müssen hier rüber. Okay, ich brauche 2 Splitter, ne? So, wenn ich den... Nee, das wird so nicht passen. Dann mache ich das lieber hier. Warte mal. Es kommt von... hier rein. Nee, das ist der Ausgang. Das ist doof. Das ist... es sollte... Ich mach das mal bis hierhin. Damit ich das irgendwie... naja, ausrichten kann, ne? Okay. So. So, dann würde ich die Splitter... ja, warum auch nicht, ne? Ja, ich werde das von außen
zuführen und ja, genau. Förderbandsplitter, ich werde das. Hallo? Förderbandsplitter. Nein! Bitte. Ich werde das hier so wahrscheinlich da machen, ne? Das erste kommt von hier hin, ne? So. Und die nächsten dann von da. 1, 2, 3. Gerade 4. Ja. Ja. Das sollte mit 8 funktionieren, ne? Eigentlich. So. 5. Keine Kabel mehr. Das ist das Problem. Ich habe keine Anzeige. Okay, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Einen. Das war's schon, ne? Oder? Nee. Quatsch. Da muss auch noch einer hin und da muss noch einer. Okay. Okay. So. Okay. Die können wir mit einem ganz normalen ins Band. Band, ja, Band, genau. Band verbinden. So. Okay. Das wird eine Menge Strom kosten. Ich überlege, obwohl, was ich ja da unten gebaut habe, das ist ja individuell erweiterbar. So, MK3, ne? Von hier. Da hinein. Dann würde ich das so verbinden wollen. Okay. Wie mache ich das mit dem Strom? Also so viele Stromposten. Ah, ja, bin ich doof. Allerdings habe ich noch nicht genug Ausschuss, um mir irgendwie, ja, sagen wir mal, was im Shop zu kaufen, was hier so, ne, also... Naja, egal. So, diesen hier. Der kommt jetzt nochmal hier hin. Hier, ne? Da. Dann nochmal da. Ah, ist das eine Arbeit. Ich würde es ja gerne aus der Draufsicht zeigen, aber das wäre gecheatet. Und cheaten tue ich ja nicht. So. So und... So. So. Okay. Die. Ach, die sind alle so. Ach, Mann. Naja. Natürlich Blödsinn, ne? Weil die müssen so rumgedreht werden. Ja, gut. So könnt ihr lernen, wie man es nicht macht. So. Ich habe die Vorlage übrigens von dieser Webseite, wo man so eingeben kann, wie viele Sachen willst du so pro Minute. Soll ich das mal verlinken? Ja, vielleicht gar nicht so verkehrt. Okay, dann nochmal das hier mit 360ern verbinden. 270er meine ich. 360er gibt es gar nicht. So,
Das nächste wäre dann 480. So, MK1, klar. 30 gehen darüber. 30 gehen überall hin. So. Okay, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Denn die hier sollen ja, ah doch, ist schon richtig, Eisenplatten, ne? Okidoki. So, jetzt das mit ganz da hinten verbinden. Ah, ich mach's besser von da hinten aus. Das ist einfacher. So. Diese Richtung. Hä? Fehlt irgendwas? Ja, eigentlich nicht, ne? Komisch. Sehr, sehr komisch, aber egal. Wo ist die Linie? Da ist er. So, wir müssen hier hinein. Okay, das bedeutet, noch ein bisschen weiter müssen wir. Aber jetzt sollte das funktionieren. Okay. Eins, zwei, eins, zwei zurück. Und von da, dahin, ne? Sieht irgendwie nicht gerade aus. Das sieht komplett nicht gerade aus. Mann! Moment mal kurz. So, ist das denn gerade? Ja, sieht gerade aus. Okay, gut. Dann gehen wir hier langsam zurück. So. Ungefähr bis dahin. Reicht das jetzt schon? Ja, es müsste reichen. Ja, das reicht. Okay. Dann hier. Das ist gerade. Jetzt habe ich zwei Linien. Das ist auch komisch. Das ist komplett gerade. Super. Okay, gut. So, wir haben jetzt hier Eisenplatten. Wir haben hinten Eisenstangen. Das ist voll der Hammer. Okay, wir haben 17 mal, kann ich hier, ne? 17 mal, was kommt da raus? 15? 255, das kann nicht klappen. Ja, 17 mal 15 reicht nicht aus. Das bedeutet, wir müssten vielleicht das hier abkapseln und dann nur, warte, 16 mal 15 sind 240. Das würde funktionieren. Okay, gut. Bedeutet, jetzt regnet es hier wieder. Hier regnet es aber echt oft. Okay. Was machen die alle? Warte. Schrauben? Nein. Nicht wahr. Das ist nicht wahr. Die machen keine Schrauben. Och, Mann. Ich muss mal kurz aufs Klo. So, meine kleine Zwischensequenz. Hier kommt ja nichts an. Gar nichts. Wegen diesen, ja, Storages.
den Containern halt, ne? Hier kommt halt nichts an. Ich werde jetzt das mal ein bisschen umbauen. Nur so ein bisschen. Und zwar hier drunter. So. Aber hier geht ja alles erstmal in die Container und dann erst weiter. Okay. Dann will ich die mal jetzt abbauen. Container ist was drinne. Okay. So. Jetzt geht alles hier durch. Und im besten Falle sollte das dann hier oben weitergehen. In unser Lager. Oder? Ja, man sieht es schon. Hier läuft das jetzt alles ins Lager. Okay. Wie kriege ich das hin? Weil ich das Lager jetzt auch mit anbinde. Okay. So, das Ding kann ja sowieso weg. Wie kriege ich das hin, dass das, was hier drin ist, was eine Menge ist, auch ins Lager kommt? Ja. Okay. Also. Das würde ich hinbekommen, wenn ich hier nicht einen Splitter hinbaue, sondern einen Fusionator. Ne? Mach ich das mal. Da kommen hier Fusionatoren hin. Okay. Kuh. Fusionatoren. Die dann... Nein, nicht runterfallen. Gar nicht gut. So, Fusionatoren, die dann von oben das rausratzeln, brutzeln, Dingsbums, ne? Dahin. Dahin. Wenn ich den anschließe, sollte es eigentlich, ne, funktionieren. Ne? Läuft das jetzt? Nee. Okay. So? Ne? Also falsch rum aufgebaut sind auch mal. Fusionatoren nochmal. Fusionatoren. Aus drei Richtungen geht. In die Richtung, ne? So richtig. Hier ist der Ausgang. Ja, das ist richtig. Der Ausgang ist hier. Genau. Ja, komm. So, und da noch eine. Warte. Warte. Müsste hier hin, ne? Genau. Wenn ich das verbinde, ist das schief und krumm und schepp. Und passt so gar nicht hier richtig drin, ne? Das bedeutet, alles, was ich hier hinter gebaut hätte. Eigentlich. Warte. Wer kommt hier hin? Ne? Das funktioniert. Da muss einer hier hin. Okay.
Okay. Okay. Hier steht alles. Okay, dann muss das nochmal weg. Hier noch irgendwas drinne? Dahin läuft's durch. Ja, es läuft durch. Jetzt läuft's durch. Sehr gut. So, das sind Fusionatoren. Da muss ich halt oben noch ein bisschen was umstellen. Und zwar, das ist hier der Eingang. Der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. Der muss alles weg. Soll ja alles später ins Zentrallager kommen. So, dann. Eieiei. Hier wird es aber eng. Okay. Puh. Ja. Ja, dahin hin. Dahin. Dahin. Das sollte eigentlich so klappen, oder? Ja, okay. Dann. Hier raus, ne? Hier raus. Was die alles gedacht haben, ne? Also, wenn man sowas baut, ne? Dass es dann gleichzeitig immer noch mal richtig ja, ausgerichtet ist. Finde ich richtig gut. Finde ich super gut. So. Noch mal runter. Ich muss noch mal runter und das verbinden. Dann sollte das klappen. Ah, verdammt. Nein. Nicht fluchen. So. Okay. Wo sind die Dinger? Da sind sie. Förderlift MK3. Ja, gut. Jetzt ist er natürlich super weit weg. Aber. Stimmt das so? Warte, ich muss mal eben gucken. Passt. Hm? Hallo? Mittlerer Mausklick? Sehr schön. Dann. Dahin. Oh, runtergefallen. Da ist der Platz. So. Okay. So, und dann. Förderbänder. Ist schon wieder so. So weit, ne? Dass ich hier total kompliziert baue. Hm, ja, mag sein, aber. Bleibt das so? Ich will jetzt erstmal nur die Lager leeren. Okay. So, sehr schön. Natürlich stockt das jetzt hier, aber es kommt jetzt alles hier rüber. Und zwar da oben. Na, hier oben kommt das alles rüber ins Zentrallager. Das ist schon mal gut. Das Band ist voll. Was meint ihr? Sollen wir uns jetzt mal vielleicht das Ganze bauen? Also das, was hier oben, ne? Das
Ja, Zielphase 2, dann hätten wir vielleicht schnellere Bänder, möglicherweise. So. Schauen wir mal. Müsste jetzt hier abgehen wie Schmitz' Katze. Das ist ja sowieso, ne? Aber hier kommt gar nichts drin. Ach klar, wir produzieren ja auch keine mehr. Haha. Ich jetzt zweimal? Nee, warte. Moment. Moment. Hier hinten, ne? Da fehlt was. Was soll denn dahin? Kupfer, Dingensbums, Dingensbums. Alles gut. Ja. Wir werden das sehen. Ich muss mal kurz gucken, ob nicht geschreddert wird, was nicht geschreddert werden soll. So, wird hier irgendwas geschreddert? Nee. Das ist gut. Das ist sehr gut. KI-Begrenzer. Ja, KI-Begrenzer kommen nämlich genau von da hinten. Das passt soweit. Das ist sehr gut. Okay. Dann ist das schon mal durch. Ist denn da hinten schon alles? Ja, ich glaube schon, ne? Das ist alles leer. Das schaut so aus. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das Doofe ist, es kommt jetzt nichts mehr nach. Aber naja. Warte. Dann kann ich das nämlich alles. Genau. Ich kann das alles abbauen. Das macht jetzt im Moment keinen Sinn. Weil ich muss ja hinten noch weiterbauen, aber. Ja, ich kann ja nicht alles verschweigen. Ich könnte das jetzt einfach mal so offline machen und so, aber da würdet ihr sagen, okay, wie ist das passiert? Ne? Wir müssen Eisenproduktion nochmal hochfahren. Bin ich ja dabei. Aber das Ding jetzt echt hier weg. Weil alles ist drinne. So. Das ist hier rausgekommen. Wo? Da, ne? Genau. Jetzt könnte ich eigentlich das hier reinpacken, aber pff, war eigentlich egal. Ist auch egal. KI-Begrenzer sind durch. Nee, sind sie nicht. Was hier? Stahlrohre. Okay, die sind durch. Stahlträger. Oh, die habe ich noch gar nicht angeschlossen. Die werden ja immer noch da hinten produziert. Die könnte ich machen. Wie mache ich das? Warte. Das nämlich einfach mal kurz überlang. Mal da drüber. Dann irgendwie hier hin. Dann irgendwo da runter. Und hier hinten werden nämlich Stahlträger und Stahlrohre hergestellt. Dann würde ich das nämlich jetzt gleich mal mit einbinden wollen. Wow. Und zwar mit einem Fusionator.
Ja, ich weiß. Fusionat. Kommt hier hin. Geht da raus. So, einmal dahin. Einmal dahin. Da. Dahin, ne? So. Warum stoppt das hier? Also, wegen Fusionator, okay. Dann kriege ich Stahlrohre und Stahldingsbums. Kriege ich da hinten hin, dann kann ich das irgendwann mal... Ja, vielleicht, ne? Ne, es wird nicht... Es wird nicht... Es wird nicht reichen. Es wird nicht funktionieren. Es wird mehr produziert, als hier abgeführt wird. Das hier, Beton. Okay, gut. Das fehlt uns ja auch noch. Beton. Kann ich denn Beton? Warte. Vielleicht auch da oben noch mit hinzufügen? Dahin, ne? Müsste der... Warte. So, ne? Jetzt muss ich aber da hinten auch noch Beton einstellen. Mache ich kurz. Was? Wenn ich das nicht mache, geht unser Beton komplett in den Schredder. Das möchte ich nicht. So. Stahlrohre, okay, komm an. Oh, hier sind wir bei KI-Begrenzer. Was haben wir hier? Stahlrohre, okay. Hier haben wir Stahlträger, sehr schön. Hier haben wir nichts. Mache ich dann Beton. Beton. Als unbestimmte und Überschuss, oder? Sollte so passen. Okay. Ja, eigentlich wollte ich... Na, hier wird es jetzt echt eng. Na, und jetzt hier Beton. Ja, jetzt kommt Beton durch. Nee, warte. Überschuss. Warte, Überschuss ist... Ja. Links. Das stimmt soweit. Okay, jetzt kommt hier Beton. Da kommt Beton. Genau. Sieht man hier unten nicht, weil es ja nach oben befördert wird. Ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Oh Mann. Boah, ich bin viel zu lange am Computer. Ich muss mal eine kurze Pause machen. So, ich nehme mal die Coupons raus. Und da habe ich das Ding auch abgebaut. Ja, habe ich wohl, ne? Ja, baue ich hier nochmal ein neues hin. Okay. Und zwar ist das hier bei Spezial der Alle Sommer Shop. Was fehlt mir? Schrauben? Nicht dein Ernst. Okay. Dann mache ich mir kurz bei... Nein, bei Produktion. Werkbank hier hin. Mach. Was waren das? 500 Schrauben? Echt jetzt? Okay. Ja gut, das kann ein bisschen dauern. So, gleich zum... Ja, jetzt sind wir durch. Ah, Mann, zu viel Schrauben gemacht. Gut. Ab in Müll. Schrauben braucht kein Mensch. So. Dann jetzt wieder diesen Awesome Shop. Was? Da. Sag ich mal hier daneben. Den kann man eigentlich überall hinbauen, aber es. Ja. Okay, da brauche ich gar nichts. Teile brauche ich. Teile? Nee, brauche ich auch nicht. Ausrüstung brauche ich auch nicht. Costa Mitza. Nee. Und am Ende Architektur. Genau, ich hätte gerne
Oh, das kostet schon 4. Okay. Okay. Betonsäulen. Schwierig, ne? Ist echt schwierig. Ich suche jetzt wegen dem Strom, ne? Ich mach das mal. Ich mach das mal dahin und das dahin und ja. Alles kaufen? Nicht genügend Coupons. Habe ich denn noch Coupons hinten in meiner Basis? Juhu! Jump! Dille, dille, dille. I want to jump! Ah, ich sing schon wieder. Nein, nicht gut. Gar nicht gut. Hier unten in der Kiste sind da noch Coupons drin. Sind da irgendwelche Coupons drin? Nö. Das ist doof. Das ist doof. Okay, gucken wir mal hier in Alien-Organismen. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, den habe ich noch nicht gefunden, Gott sei Dank. Was ist das denn hier? Erkennung feindlicher... Uiuiui. Was war hier? Schrauben. Ach, Mann. Das hier? Hm, könnte ich vielleicht machen. Nee, nee, will ich nicht. Also ich brauche Coupons. Was gibt denn viel? Brauche noch einen Coupon. Einen einzigen Coupon brauche ich noch. So ist es halt. Habt ihr das gehört? Der Hund hat genießt. ja. Okay. Fehlen 6304. Ich schmeiß jetzt da hinten mal alles drin, was ich so hab. Okay, oh. Ja, ist doof, ne? Ja, die... Also Schrauben würde ich dann noch mit reinpacken. Was bricht mir dann noch mehr viel raus? Und das hier? Leicht. Sortieren. So gehen, die gehen. Ah, die gehen dann ins Lager. Das ist natürlich doof. Nee, 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 nee. Mach ich anders. Nehme hier alles raus. So. Schrauben noch. Das, 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 das. Nehme hier alles raus. Und pack da hinten ganz kurz. So. Ah, die gehen hier rein. Okay, gut. Geben die viel? Nö. Okay. Lass kurz wegmachen. Dann ganz kurz so ein Lagercontainer hier hinstellen. So rum. Dahin. Oh. Okay. Und hier so. Warte. Alles, was viel kostet, vielleicht. Das. Das. Nein, nee. Nee, nicht alle. Ich brauche noch ein paar. Das noch. Schrauben drin, Toren drin. Okay. Ich brauche nur einen. Ich brauche nur einen Coupon. Einen. Ich habe einen. Okay, gut. Weg. Weg. So. Okay. Passt. Dahin, ne? Okay. So, ich muss den erstmal ausdrucken, ne? Ausdrucken.
Okay. Jetzt kann ich das kaufen. Und zwar das, das und das. Okay, alles kaufen. Wie nicht genügend Coupons. Willst du mich veräppeln? Ausdrucken. Shift ins Inventar. Habe ich doch gemacht. Okay. Alles kaufen. Warum mache ich das? So, Befestigungen. Wandverteiler habe ich. Was mache ich aus dem einfachen Grund? Weil da hinten, ne, ich habe es eben schon mal erwähnt, mit diesen Posten hier Strom zu verteilen, ist zwar alles gut und schön, aber nicht sehr hübsch. Na gut. Jetzt kommt ihr und sagt, du brauchst eh nie hübsch. Das ist wohl wahr. Aber ich kann es versuchen, oder? Ich kann es doch wenigstens mal versuchen. Okay. So. Jetzt habe ich mir ein Auto gebaut und benutze es nicht. Auto. Ja, ein Lastkraftwagen. LKW. Was habe ich denn jetzt vorgehabt, ne? Also hier gibt es so eine Reihe mit... Wo ist hier der Stromanschluss? Der ist vorne. Okay. Würde ich nämlich hingehen und würde hier so... Oder? Architektur... Kleine Betonstütze. Okay, die würde ich dann hier mal hinbauen wollen. So, so in der Flucht, ne? In der Flucht von dem Ding. Vielleicht. Vielleicht doch eher hier, ne? Okay. Dann Betonsäule. Passt das so? Ja, ein höher. So, der Anschluss ist auf der Seite. Und dann würde ich nämlich hingehen und so einen Metallträger vielleicht von da einfach mal da rüber machen. Ja, okay. Das sieht jetzt nicht besonders gut aus. Okay, ich weiß das. Aber es ist... Naja. Vielleicht funktional. Ich habe das schon mal bei Chucky gesehen. Der hat das auch immer so gemacht. Aber er hat das wesentlich eleganter gelöst, wie ich das jetzt hier mache, ne? Das ist also, was ich hier mache, ist eigentlich... Ja, ja. Nein, diese Richtung. So. So. Okay, dann mache ich das mal so rüber. Wird dann wieder hier so ein Betonstoll. Die habe ich doch in die Mitte. Nee, ich habe sie nicht. Doch, habe ich. Dahin machen und dann das nochmal nach oben. Nein! Wie geht das denn? Ja, ich kenne mich damit noch nicht so gut aus. So. Okay. Weil die Idee dahinter ist,
Strom hier halt da verbinden, ne? Okay. Dann checken wir das mal aus. Kann ich ja. Ne? Kann ich doch hier so hinbauen? Dann. Ach, nee. Da. Ne, das ist halt die Idee dahinter, damit so ein bisschen Struktur dahinter ist. So. Ja, okay. Wisst ihr, was ich meine? Ihr müsst Chucky gucken. Der macht das so schnell. Der macht das so schnell. Kann ich gar nicht. Aber er spielt das auch schon seit Jahren. Also. Ne? Also. Von daher, hier als Anfänger kann ich euch eigentlich nur zeigen, wie es nicht geht. Aber ich will mich auch nicht runter machen. Ich habe schon Fabriken gebaut. Da legt der eine oder andere die Ohren an. Denke ich mal. Also in früheren Let's Plays. Okay. Das ist so. Das ist so genial, ne? Das mit dem nach oben den Strom verlegen. Das ist so genial. Ich jetzt. Oh. Und jetzt nur noch der hier, ne? Okay. Dann die wieder alle verbinden. Ich bin da richtig langsam drin, oder? Ah, ja. Aber es schaut gut aus. Nein! Nicht gut. Ja, warum seht ihr nicht, was ich mache? Ich drücke halt, ne? Shortcuts. Die 2 ist Stromkabel. Und ich wähle das halt nicht unten aus. Können wir dahin? Okay. Wo kommt unser Strom her? Hä? Oder ist das jetzt verbunden? Ja, oder nicht? Okay. Oh, das Ding ist doof. Okay. Gut. Alles gut. So. Frage. Wo kriege ich denn Strom her? Ja, hier liegt zwar Strom. Okay, können wir machen. Ich will den, ne, warte. Ja, von hier vielleicht in die Richtung. Was ist? Wo ist es? Hier so, ne? Da. Ist das hin?
Dahin hin und... dahin hin? Egal. Dahin hin und von hier dahin. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Habe ich jetzt Strom? Hat der Strom? Nee, hat er nicht. Hat er schon, aber... Eisenbahn. Wieso habe ich das nicht eingestellt? Das müsste doch eigentlich... Okay. Okay. Warte. Steuerung C. Okay, aber wie komme ich jetzt hier am besten durch? Okay. Das ist so eine Riesenfabrik. Ich habe im letzten Let's Play viele kleine Fabriken gebaut. War einfacher. War, ja, ich dachte mir so, okay, vielleicht eine große Fabrik am Anfang. Und dann ist man durch. Es gibt diese Masterclass von Chucky, ne? Da kann man das nachgucken und auch nachlesen. Den Link dafür habe ich gar nicht, ne? Also von seiner Homepage. Tut mir echt leid. Ist da drin? Ne, das ist nicht. Also dieses Zahnrad-Dingsbums muss da sein, um das einzufügen. Okay, hier werden gemacht, was sagte ich? Eisenstangen. Die alle eingestellt? Habe ich das? Kein Strom. Ah, die haben keinen Strom. Ja, gut. Was hier der Stromanschluss? Der ist... warte. Auf der Seite. Okay, gut. Das nochmal hier hinpacken wollen. Ja, die Mitte. Dann hier nochmal. Drei hoch. Dann das Zeugs. Darüber, ne? Passt das so? Ja. Sollte passen. Das ist genial. Das, ich find's super genial. Nein, ich find das Spiel super genial. Na gut. Wer es noch nie gespielt hat, der versteht wahrscheinlich die Faszination dahinter gar nicht. Es ist... ja, man muss halt viel denken, man muss viel rechnen und... ja. Das schult auch so ein bisschen das eigene Gehirn, denke ich mal. So. Okay. Dann nochmal das Ding. Hier hin? Wo war das? Da? Hier? Hm. Ja, schauen wir mal. Ja, passt. Ist wichtig. Gut.
dann werde ich das mal anschließen und ja gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wie findet ihr das mit diesen Stützen und so, ne? Wie findet ihr das? Egal, ich muss raus. Es ist schon spät. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dahin sage ich, gehabt euch gut und tschüss.